Der Kampf der Titanen. Heute, vor 20 Jahren, lieferten sich Lennox Lewis und Vitali Klitschko einen der spektakulärsten Fights der jüngeren Boxgeschichte. Die Zutaten? Zwei herausragende Schwergewichtler, viel Blut und ein umstrittener Ausgang. Wir blicken mit euch zurück auf diesen hervorragenden Kampf. Also, let's go! Es ist alles angerichtet. In der Stadt der Engel, in einer der größten Sportarenen der Vereinigten Staaten, dem Staples Center von Los Angeles, steigt der Kampf des Jahres 2003. Vitali Klitschko, alias Dr. Eisenfaust, läuft als erster unter höchster Konzentration und voller Entschlossenheit zu den Klängen von Hotel California von den Eagles in Richtung Seilquadrat. Bis die Boxwelt aber endlich die Stimme von Ringsprecherlegende Michael Buffer zu hören bekommt, warten die Fans auf die Ankunft des Champions, der Lichtgestalt im Heavyweight, überhaupt des gesamten Boxsports zu jener Zeit. WBC-Champion Lennox Lewis. The Lion befindet sich im Alter von 37 Jahren auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Im Jahr zuvor hatte der Engländer in Memphis, Tennessee, in einem der größten Pay-Per-View-Kämpfe aller Zeiten Mike Tyson 8 Runden lang verprügelt und damit seinen Status als bester Schwergewichtler seiner Generation zementiert. So betritt der amtierende Weltmeister unter Reggae-Klängen als Zweiter dann das Seilquadrat im Staples Center. Als es losgeht, erreicht die Spannung in der ausverkauften Arena ihren absoluten Höhepunkt. In der ersten Runde kann Klitschko die überfallartigen Attacken von Lewis teils gut unterbinden. Trotzdem agiert der Herausforderer noch etwas zu steif und lässt seine linke Führhand oft zu tief hängen. Insgesamt aber kann Vitali mehrere Jabs und rechte Schlaghände zum Kopf von Lewis landen und sich somit die erste Runde sichern. Im zweiten Durchgang macht Klitschko dann den Sack schon beinahe zu. Mit einem perfekt getimten rechten Cross erwischt er den Titelverteidiger genau am Kinnwinkel. Der taumelnde Lewis kann sich daraufhin nur mit Klammern und Halten aus der Affäre ziehen. Eine weitere, glasklare Runde für den Challenger. In der Rundenpause erholt sich der Weltmeister allerdings wieder und stürmt zu Beginn von Durchgang 3 wie entfesselt auf Dr. Eisenfaust los, der von einer rechten Geraden getroffen wird. Kurz darauf bildet sich ein riesiger Cut über Klitschkos linkem Auge. Doch der Koloss aus Kiew lässt sich trotz dieses Handicaps nicht aus der Ruhe bringen und liefert weiterhin einen epischen Fight. Die Runden 4 und 5 beherrscht dann wieder Vitali. Er sichert sich die Durchgänge mit besseren Schlaghänden und den präziseren Aktionen. Nach einer knappen Minute im sechsten Durchgang vernachlässigt Vitali aber seine Deckung für einen Augenblick und Lewis landet, praktisch mit Anlauf und voller Wucht, einen Aufherzhaken zum Kopf des Ukrainers. Jeden anderen Schwergewichtler der Welt hätte dieser vernichtende Schlag wohl niedergestreckt, wenn nicht gar ausgenockt. Doch zur großen Verblüffung der Zuschauer im Staples Center bleibt Klitschko stehen. Dr. Eisenfaust boxt die Runde tapfer zu Ende und ist bereit, an diesem Abend über seine absolute Leistungsgrenze hinauszugehen. Dann in der Rundenpause der Schock. Auf Anraten des Ringarztes beendet der Referee aufgrund der Cut-Verletzung das Gefecht und erklärt Lennox Lewis zum Sieger durch technischen K.O. Der medizinische Verantwortliche urteilt, dass die Sehfähigkeit Vitalis nicht mehr gewährleistet sei. Klitschko reagiert fassungslos und zu Recht enttäuscht über den Abbruch, denn er liegt zu diesem Zeit auf allen drei Scorecards mit jeweils 58 zu 56 Punkten in Front. Während Lewis von den Fans in der Halle gnadenlos ausgebuht wird, erhält der Herausforderer von allen Seiten frenetischen Applaus. Klitschko ist gewissermaßen der moralische Sieger des Abends. HBO-Kommentator Jim Lampley bringt es auf den Punkt. Lewis hat zwar den Kampf gewonnen, Klitschko aber das Event. Klitschko selbst fühlt sich durch den Abbruch um seine Siegchance gebracht. "Ich habe schon viel schlimmere Verletzungen gesehen", erklärte der Ukrainer später. Noch im Ring verspricht Lewis in Richtung des Klitschko-Lagers ein Rematch, zu dem es allerdings nie kommen sollte. Klitschko kann sich dennoch wenige Monate später endlich den vakanten WBC-Titel sichern, als er Corey Sanders erneut im Staples Center besiegt. Am 21. Juni 2023 jährt sich also die legendäre Ringschlacht zum 20. Mal. Der Kampf der beiden Schwergewichtstitanen wurde zu einem absoluten Highlight der gesamten Boxgeschichte. Vitali Klitschko dagegen kämpft derzeit in seiner Heimat den wohl schwersten Kampf seines Lebens.
Könnt ihr euch noch an diesen herausragenden Kampf erinnern und was verbindet ihr mit dieser epischen Ringschlacht? Schreibt uns gern in den Kommentaren und haut rein!